Let's go through the test of A2 lecture 6. Sortieren Sie die Wörter in die richtige Reihenfolge, es entstehen indirekte Sätze. We have to build the sentences and to create the indirect clauses. Yeah. Indirect clauses with question words. For example, kannst du mir sagen, can you tell me? Kannst du mir sagen, wie spät es ist? Can you tell me how late it is? Yeah. It's the same structure in German. Kannst du mir sagen wie spät? Can you tell me how late? We also start with a question word. Because originally there is the question how late is it? And now you're asking can you tell me how late it is? Kannst du mir sagen wie spät es ist? But just keep in mind wie introduces a subclause so that the verb is kicked to the end. Wie spät es ist. ist, is at the end. Die Eltern erklären, the parents explain, warum ihr Kind heute nicht am Schwimmunterricht teilnehmen kann. The parents explain why their child cannot participate in the swimming class. Die Eltern erklären, warum ihr Kind heute nicht am Schwimmunterricht teilnehmen kann. you see here again the verb is kicked to the end. warum introduces a subclause after the comma. frau jilmas fragt. frau jilmas asks. was ihr sohn idris für die schule machen kann. she asks what her son idris can do for school. Elena möchte wissen, Elena wants to know, Elena möchte wissen, wann und wo wann und wo der Elternabend stattfindet. She wants to know when and where the parent teacher conference will take place. Weißt du, do you know? Weißt du, wann Nikki heute aus der Schule kommt? Do you know when Nikki will come from school? Yeah, here again. van introduces a subclause, the verb is kicked to the end. Frau Kelly will wissen. Frau Kelly wants to know. Frau Kelly will wissen, warum Nikki's schulleistungen nachgelassen haben. No, nachlassen in the present tense. Frau Kelly will wissen, warum Nikki's schulleistungen nachlassen. She wants to know why Nikki's performance at school decreases. Sie fragt andere Eltern, she asks other parents, was die Klassenlehrerin besprechen möchte. She asks other parents what the teacher wants to discuss. Weißt du, do you know? Weißt du, was wir für den Klassenausflug mitnehmen sollen? Do you know what we have to take with us for the trip? What we should take with us for the trip? Weißt du, was wir für den Klassenausflug mitnehmen sollen? Hat der Klassenlehrer uns gesagt, wann wir zurückkommen? Has the teacher told us when we will come back? Wer weiß, who knows. Wer weiß, um wie viel Uhr die Arbeitsgemeinschaft stattfindet? Who knows when the working conference, when the working meeting or working uh, community will take place? Okay, so let's move on. Lesen Sie das Informationsschreiben der Schule und ergänzen Sie wichtige Informationen. We have to read the text and then fill in the blanks with the right information. Einladung zum Klassenausflug. Invitation for a class trip. Liebe Eltern, dear parents, wir möchten Sie hiermit über den kommenden Ausflug der Klasse 7a nächste Woche Freitag zur Burg. Els in der Nähe von Koblenz informieren. Yeah, we want to inform you about this trip of Class 7a next week on Friday to the castle Els nearby Koblenz. Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind am Freitag, 14.06. pünktlich um 8 Uhr an der Bushaltestelle der Schule ist. Please make sure that your child is punctual. On the stop at the school. Der Bus fährt um 8.15 Uhr los. The bus will leave at 8.15 Uhr. Die Fahrt wird etwa eine Stunde dauern. The trip will take one hour approximately. Weil die Klasse nach der Burgbesichtigung noch eine kleine Wanderung unternehmen wird, sollte ihr Kind festes Schuhwerk anhaben. Because after the sightseeing of the castle, we want to do another trip or hiking eine Wanderung your child should wear firm shoes geben sie ihrem sohn ihrer tochter bitte auch etwas zu essen und zu trinken mit please provide her with food and something to drink der ausflug endet am späten nachmittag gegen 17 uhr the trip will end at 17 dann können sie ihre kinder wieder von der schule abholen Then you can pick up your children from school. Mit freundlichen Grüßen. Ja, yeah, mit freundlichen Grüßen. This is the typical formula to say goodbye. The formal formula. Mit freundlichen Grüßen. With kind regards. Der Klassenlehrer der Klasse 7a. The teacher of class 7a. Okay. So now let's try to fill in the blanks. Answering the question. Wann macht die Klasse ihren Ausflug? When is the trip? Nächste Woche Freitag, yeah, next Friday. Wohin fahren die Schüler? Where to do they drive? Zur Burg Els, to the castle, right? Wann und wo treffen sich die Kinder? When and where do they meet? Um 8 Uhr an der Bushaltestelle, at 8 o'clock, on the stop, on the bus stop, yeah. Wann beginnt die Fahrt? When do they leave? Um Viertel nach 8, um 8.15 Uhr, yeah, you remember? Hier, der Bus fährt um 8.15 Uhr los. Wie lange dauert die Fahrt? How long is the trip? Ungefähr eine Stunde. One hour approximately. Was macht die Klasse? What do they do? Eine Burgbesichtigung. They will visit the castle. Und eine kleine Wanderung. And a hiking. Yeah? Was sollen die Kinder mitnehmen? What do they have to take with them? Etwas zu essen und zu trinken. Something. To drink and to eat. Wann ist der Ausflug zu Ende? When will it end? Gegen o'clock Uhr am Nachmittag. At seventeen. Yeah? Okay, so let's move on. Was passiert jetzt? Was passiert in der Zukunft? Sortieren Sie. What is happening now? What is happening in the future? You have to sort, depending if it's happening jetzt, now, or if it will happen in the future. wir machen übermorgen einen ausflug. übermorgen ist hier the key word. übermorgen ist the day after tomorrow. so this will happen in the future. the trip, der ausflug, ist übermorgen, the day after tomorrow. wir fahren zu burg else, we travel or we drive to the castle. this is in present tense. there's no key word expressing any future. so this is happening now. ich habe morgen keinen sportunterricht. morgen, tomorrow. This is in the future. Tomorrow, I don't have sport classes. Wir haben ein Sportfest. Oh, here's a little mistake Sportfest. Sportfest. Instead of a TT, should be an RT. Wir haben morgen ein Sportfest. No, sorry. Wir haben ein Sportfest in the present tense without any keyword referring to the future. So this is. Happening now. Ich mache meine Hausaufgaben. I'm doing my homework. Present tense. Frau Kelly spricht mit Elena und Niki. She's speaking with Elena und Niki. Now. Ich bekomme Ende des Schuljahres ein Zeugnis. Ende des Schuljahres. By the end of the school year. This is happening in the future. This will happen in the future. Tut mir leid. Ich habe keine Zeit. Sorry. I have no time. Now. Meine Tochter ist krank und kann nicht zur Schule gehen. She is sick and cannot go to school. This is happening now. Die Schüler treffen sich um 8 Uhr an der Bushaltestelle. They will, they will meet at 8 o'clock. There is an indicator, 8 o'clock. So this will happen in the future at 8 o'clock. Wir werden bald eine Klassenarbeit schreiben. Bald is the key word. Soon. We will write an exam soon. Wir werden bald eine Klassenarbeit schreiben. Okay? So let's move on. Sortieren Sie die richtige Reihenfolge. We have to sort and put the words in the right order. Okay? 0% and 100%. Keine. Nothing. 0%. What is the next word? Wenige. Very few. Wenige. Then, manche. Some. Yeah? Then, einige. Several. Yeah, then viele, many, then sehr viele, many, many, very many, sehr viele, and then alle, all. Yeah, okay, let's move on. Ergänzen Sie die Possessivartikel und Pronomen. We have to choose the right possessive articles and pronouns. You remember, articles accompany a noun. A pronoun substitutes a noun. Ja, yeah? let's see this. Hast du meinen Hund gesehen? Have you seen my dog? Hast du meinen Hund gesehen? Meinen. Du ist the subject, so that the dog has to be an object. Gesehen. Sehen is a verb that requires an accusative object. Der Hund is masculine, so that it has to be. Hast du den Hund gesehen? Hast du meinen Hund gesehen? Hast du einen Hund gesehen? Always with the accusative ending en. Hast du meinen Hund gesehen? Ich weiß nicht. Ist das deiner da vorne? Ist das deiner? Now we using the pronoun, because the dog is not there anymore. We're just saying, is this yours over there? Ist das deiner? With er at the end. Why? Because now the dog is the subject. Ist das deiner? The dog is the subject. It's like saying ist das dein Hund? Ist das der Hund? Der Hund with an ER so in the pronoun deiner. Ist das deiner da vorne? Wo sind die Kinder? Where are the children? Eure sehe ich. Yours I can see. Eure die Kinder. It's the subject. Die with an E at the end so eure sehe ich. Aber wo sind unsere Where are ours? Yeah, the same e at the end. Die Kinder. Die Kinder sehe ich, aber wo sind die Kinder? Eure sehe ich, aber wo sind unsere? Da liegt ein Buch. There's a book. Ist das deins? Deins. Das Buch ist the subject. Ist das dein Buch? Ist das das Buch? Das Buch with an s. So it's ist das deins. Is it yours? Nein, das ist nicht meins. It's not mine. The book is not mine. Das ist nicht mein Buch. Das ist nicht das Buch. Das ist nicht meins. The same S as for das Buch. Ich glaube, das ist Iris. Yeah, Hers. I think it's Hers. Ich glaube, das ist Iris. Also with an S, because it refers to the book. Das Buch as a subject in the nominative so you have to add the same s ending ich glaube das ist ihres ich habe meine stifte zu hause vergessen now we're using an article accompanying the noun stifte pencils in the plural die stifte so ich habe meine stifte zu hause vergessen hast du deine dabei do you have yours deine die Stifte. Here we're using the pronouns, substituting the whole noun. Hast du deine Stifte dabei? Ich glaube, ich habe meinen Regenschirm hier liegen lassen. It's der Regenschirm. Yeah? So, liegen lassen ist ein Accusative Verb. Ich habe den Regenschirm hier liegen lassen. Ich habe meinen Regenschirm hier liegen lassen. Oder ist das deiner? No, sorry, ihrer? Is it, is this hers, yeah, the umbrella. So now we're using the pronoun. But now der Regenschirm is in the nominative in the subject because we're referring directly to the Regenschirm. Ist das der Regenschirm? Ist das ihrer? So the same ending. Der Regenschirm ihrer. Ich habe leider mein Feuerzeug nicht hier, ja. Yeah? Ich habe leider mein Feuerzeug nicht hier. Das Feuerzeug. So, it's mein Feuerzeug. von neuter in the accusative, no ending. Mein Feuerzeug. Das Feuerzeug. Ich habe leider mein Feuerzeug nicht hier. Kann ich ihres mal kurz haben? Es, because it's das Feuerzeug. Now we're using it as a subject. And the pronoun gets the same ending. Kann ich ihres? mal kurz haben. Can I have yours? Wer hat den Salat bestellt? Das ist meiner. Danke. This is mine. My salad. Das ist der Salat. Das ist meiner. Same ending. Das ist der Salat. Das ist meiner. Now we're using an article. Ihre Pizza kommt gleich. Your pizza comes soon. Ihre, die Pizza. Yeah? In the nominative, in the subject. Ihre Pizza kommt gleich. Danke. Ich warte auch noch auf meinen Rotwein. Yeah? Ich warte auch noch auf meinen Rotwein. Hier der Rotwein in Accusative. Den Rotwein. Ich warte noch auf den Rotwein, auf meinen Rotwein. Warten. Requires an Accusative Object. Ich warte auf den Mann. Ich warte auf meinen Mann. Ich warte auf meinen Rotwein. Die Fotos sind ja wunderschön. Sind das deine? Ja. Yeah? Are they yours? The pictures? Ja. Yeah? Die Fotos with an E at the end. So deine. Nein, leider nicht. Das sind seine. These are not mine. These are uh, him's. Uh, sorry, his. His photos. Nein, leider nicht. Das sind seine. Die Fotos with an E. So seine. With the same E. Ich habe einen sehr netten Lehrer. I have a very nice teacher. Wie ist denn deiner? How is yours? Yeah? Your teacher. Der Lehrer, so deiner. Wie ist denn deiner? Wie ist denn der Lehrer? Wie ist denn deiner? Meinen habe ich noch gar nicht gesehen, weil ich krank bin. Yeah? So here it's meinen. Why? Because it's not the subject, the teacher. The subject is ich. Ich habe den Lehrer nicht gesehen. I haven't seen him. Sehen requires an accusative object. Ich habe den Lehrer nicht gesehen. Ich habe meinen Lehrer nicht gesehen. Meinen habe ich noch nicht gesehen. Mein, I haven't seen. Meinen. So for the pronoun, the same ending. Meinen. Unsere Prüfung war ziemlich schwer. Our exam was very difficult. Unsere, die Prüfung. UNG, die. Ja? Yeah? It's feminine. Unsere Prüfung war ziemlich schwer. Und wie war eure? Yours? How was yours? Eure? Die Prüfung. Same E. Wie war die Prüfung? Wie war eure? Welche Kunden magst du am liebsten? What kind of clients do you prefer? Do you like the most? Den von Lukas oder den von Anna? Am liebsten mag ich ihren. the most i like hers am liebsten mag ich ihnen mögen is an accusative verb ich is the subject yeah so that the sorry welchen kuchen magst du am liebsten not kunden <laughs> kuchen kuchen is a cake <laughs> was strange lukas and anna they have a client no they like a cake what kind of cake do they like welchen kuchen magst du am liebsten What type of cake? Uh, which cake do you like the most? Den von Lukas, Lukas one oder den von Anna, or the one from Anna. Am liebsten mag ich ihren, the one from Anna. The most I like hers. Um, ihren, den Kuchen. Ja, yeah, ich mag den Kuchen. Ich is the subject. Kuchen is still the object, the accusative object. So it's ich mag den Kuchen. Ich mag ihren. Von wem ist die schwarz-weiße Katze? Yeah? It's like saying to whom is the black-white cat? Das ist seine. It's his cat. Yeah? Das ist seine die Katze with an e at the end. Das ist seine with the same e. Okay, so let's move on. Ihr Kind ist erkältet und darf in dieser Woche nicht am Sportunterricht teilnehmen. Ihr Child is has a cold. And uh, is not allowed to do sport in the school. Schreiben Sie einen kurzen Brief an die Sportlehrerin Frau Müller. Write a short letter to the teacher Frau Müller. Senden Sie ihn an den Tutor. Okay, we have to write a short letter telling the teacher that our son is sick and he cannot participate in the class, in the sport class today. So, for example, Liebe Frau Müller, or an alternative, sehr geehrte Frau Müller. The first one is a little bit more informal. If you know the teacher, if you have a certain relationship, liebe Frau Müller. Sehr geehrte Frau Müller is more formal. This is a greeting you can use always. This is a standard greeting. Sehr geehrte Frau Müller. Leider ist unser Sohn heute krank. Unfortunately, our son is today sick. Er ist erkältet. He has a cold. Er kann heute nicht zum Sportunterricht gehen. He cannot go to the sport class. Mit freundlichen Grüßen. Kind regards, Herr or Frau and then the name. Okay.